Hallo und herzlich willkommen, ich bin Günther LP und das hier ist ein kleines Let's Test zu Elfmeterliga 2010-2011. Nicht mehr ganz aktuell, aber naja, man nimmt, was man nehmen kann. Wähle deine Mannschaft aus. Oh, oh Gott, oh Gott, was ist das denn für ein Schalke-Zeichen in Hamburg? Das ist ja alles komplett falsch. Was ist denn ja los? Auch ich nehme auch mal, ich bin ja kein großartiger Fußballfan, das wissen vielleicht der einen. Ja, das weiß vielleicht der eine oder andere und ich nehme einfach hier. Oh, Stuttgart. Und Stuttgart gegen Mainz. Cooles Zeichen übrigens, by the way. So. Okay, ich muss im richtigen Moment stoppen. Oh, jetzt habe ich schießt die ganze in die Mitte. Oh, oh. Ja, los, volle Kanne drauf. Ja! Tor, Tor! Oh Gott. Ja, das habe ich nicht gewusst. Ich habe mich wieder zurückgelehnt und wusste nicht, was passiert. Okay. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob der ans Tor geht. Ah. Daneben. Alter, ist das schwierig, den Ball zu halten. Okay. Schießen nochmal rechts hin. In den Winkel. Bam. Und bam. Boah, unhaltbarer Ball. Unhaltbarer Ball. Ich konzentriere mich darauf nie. Okay. Ich muss hier wenigstens in die Mitte hinklicken. So, jetzt mal links entschießen. Hoch und... Oh. Ah, den gehalten. Oh Gott. Jetzt muss ich den halten. Nein! Ich kann noch gar nicht mehr gewinnen. Egal. Komm, hier zack, noch gerade einen stellen im Winkel gezogen. Bam! Klappe zu auf den Tod. Hier. Ah, verdammt. Also, die haben jedes Tor reingemacht. Punkt gespeichert? Nein. Oh! Das ist außerdem sehr nice, wenn man gerade keine Internetverbindung hat. Ja, super. Problem behandeln. Blablabla. Probleme werden ermittelt. Blablabla. Ach, schön professionell, wie ich das hier mache, ne? Finde ich auch sehr nice. Yay, behoben. So, Internet. Internet. Ach, ist doch jetzt scheiße. Jetzt funktioniert es nicht. Na gut, dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, back in action und ja, wir spielen jetzt einfach mal weiter. Ich würde sagen, wir spielen jetzt mal auch eine andere Mannschaft. Hier München, yeah, München. Wir sind die katholischen Priester aus München. Und wir spielen gegen Freiburg. Okay, ich schieße mal rechts wieder oben in den Winkel. Hua! Oh, daneben geschossen hat er. Jetzt hat er daneben geschossen. Habe ich den jetzt gehalten? Nee, ne? Oh. So, schießen wir mal. Na, das ist zu weit in der Mitte. Ganz feste. Ah, Mann. Ich habe auch schon ein kleines X gesehen. Da. Oh, gehalten. Ja. Ja. Ich kann's. Oh Gott, nein, schießt schon wieder in die Mitte. Oh. Ja. Tor. Tor des Jahrhunderts, Bitch. Komm. Ich habe das X nicht gesehen. Das war voll unfair. So. Go, go. Rechts in den Winkel. Oh, schießt er daneben. Ich dachte, jetzt wo ich Bayern habe, halte ich den Ball. Sauber. Sauber. Jetzt muss der... Komm. Jetzt muss der reingehen. Alle achten auf dich. Huh. Tor! Ja. Komm. Muss ihn nur halten. Halt ihn, halt ihn, halt ihn. Nein. Verdammt. Das X zeigt mir ungefähr an. Okay. Nein, ich will die Punkte nicht speichern. Ich glaube, das Spiel hat damit ein Problem, wenn ich die Punkte nicht speichern will. Das finde ich schon mal sehr nett vom Spiel. Das muss ich auch schon mal sagen. Boah, das ist das professionellste... Ja, LP, LT... Wie auch immer, was ich jemals hatte, ey. Meine Fresse. So. Ah, so passt es wieder. Okay, dann speichern wir beim nächsten Mal einfach die Punkte. So, nehmen wir mal jetzt Hoffenheim. Hoffen wir mal ein bisschen, dass es Heim... Dass wir Heim gewinnen. So, wieder standardmäßig rechts oben.
Latte, schießt er an die Latte. Ah, ah, ah. Nein. Ah, springt der zu tief, der Junge. Komm schon. So. Links tief. Nein, schießt er daneben. Das geht doch nicht. Das ist doch total scheiße. So, dein Schießer. Ja. Du bist der beste Torwart, den ich jemals hatte. Komm rechts. Den Winkel und feste. Ah, oh, da hält er den, da hält er ihn. Komm. Nein. Daneben, daneben. Oh Gott, jetzt muss ich alles perfekt machen. Oh Gott. Volle Fesse drauf. Ja. Tor. Tor. Komm. Ich muss ihn halten. Nein. Da hält er den Ball nicht. Oh, oh, oh. Kacknu. Ja, ich hab doch jetzt verloren. Oh. Sehr professionell hier, wie gesagt. Eine dritte Fail, glaube ich. Na, ah, hält er da den Ball nicht. Und, ja, diesmal... Ich glaube, das Spiel hat wirklich ein Problem damit, wenn ich den Score nicht speichere. Was ist denn das für ein Mist? So. Ist jetzt groß genug? Nein, ich muss noch größer machen. Die. So. Ah, noch ein bisschen größer. So. Ah, war, passt fast. So, komm, dann nehmen wir jetzt mal Bremen, einfach weil es gut ist und weil die so einen geilen Schlüssel haben. Oh, und Dortmund ist übrigens Deutschland. So, jetzt schaffe ich das aber. Jetzt oben hin. Hoch. Na, feste drauf. Da hält er den Ball, ey. Das war doch voll im Winkel. Dann hält er den einfach noch. Ja, ja. Gut. Bremen hat einen guten Torwart. Ich weiß noch nicht, wer das in echt ist, aber er, die haben einen guten Torwart. Tor. Tor, komm. Bremen ist gut. Mit denen schaffe ich das. Nein, der berührt den Ball und oh, legt ihn noch ins Tor. Nein, das war zu schwach. Scheiße, scheiße. Komm, jetzt muss ich ihn halten. Nein, oh, da war ein bisschen zu hoch. Oh Gott, ich bin nicht einem Rückstand. Oh Gott, das ist daneben, das ist daneben. Ja, das war sowas von daneben. Scheiße. Nein, ich glaube, ich bin nicht weit genug. Nein. Ah, jetzt habe ich verloren. Super, ja, einfach mal hier ein bisschen hinschießen. Oh, einfach ein bisschen raufkippen, passt schon, ne? Schießt man schon. Oh, 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 spring dahin, spring dahin. Ah, fast gehalten. Egal, war knapp, war knapp. So. Ja. Mhm. Alles klar. Gut, ich glaube, dieses letzte Test ist der Tiefpunkt meiner technischen Karriere. Amen. Und haut rein.